spiele ja schon jahrelang im Tech Darmstadt Tennis. Das ist ja direkt neben Stadion. Und als kleine Kinder sind wir dann, das darf man glaube ich gar nicht sagen, durch den Zaun geschlüpft und haben uns natürlich... Bei uns sind Kinder bis 12 umsonst, von daher geht's. Okay, gut, ja. Ja, da sind wir immer durch den Zaun geschlüpft und haben natürlich immer fleißig angefeuert. Und das nimmt man natürlich mit, auch jetzt ins Erwachsene. Ob ich schon erwachsen bin, weiß ich nicht. Aber ja, wer ist schon erwachsen? Ja. Aber ich bin natürlich so oft ich in Darmstadt bin, ich bin ja leider nicht so oft da, aber wenn ich da bin, jetzt war ich ja ein bisschen verletzt, da konnte ich viele Spiele sehen und das ist dann auch ein Vorteil am Verletztsein, dann bin ich öfter mal im Stadion. Ich heiße Felix Martini, ich komme aus Langen und ich bin 18 Jahre alt. Ja, ich hoffe einfach, dass wir als Team zusammen eine richtig gute Saison spielen und dann das Bestmögliche rausholen. Ich bin der Michael Stegmeier, bin 27 Jahre alt. Ich habe letzte Saison bei der Spielfeier Union Haching gespielt und meine Position ist linker Außenverteidiger. Und wie kam es zum Kontakt mit den Lilien? Wie kam es zu deiner Unterschrift? Ja, der Trainer hat mich letzte Saison kontaktiert, als ich noch in Unterhaching gespielt habe. Und ja, mein Vertrag in Unterhaching ist ausgelaufen und der Kontakt war von Anfang an sehr gut. Und daher habe ich mich auch für die Lilien entschieden. Max Schnürmann, 21 Jahre, komme von Borussia Dortmund aus der zweiten Mannschaft. Ich spiele Rechtsverteidiger, Rechtsmittelfeld, mal so, wie der Trainer will. Und was ist möglich diese Saison? Was erhoffst du dir? Wir hoffen natürlich, dass wir als Team besser abschneiden als letztes Jahr. Also alles, was besser als 14. Platz ist, ist, glaube ich, schon ein Fortschritt. Ja, ich bin der Benjamin Maas, ich bin 23 Jahre alt, komme von der Kräuter Fürther 2 und spiele Innenverteidiger. Und du hast heute unterschrieben. Was waren die Gründe für deine Unterschrift? Ja, ich sage, das ist eine junge, entwicklungsfähige Truppe hier und der Verein hat eigentlich eine klasse Tradition. Ich war vor 2 Jahren hier mit der Regionalligamannschaft und es hat einfach super Spaß gemacht. Und das Konzept ist, glaube ich, sehr gut und da kann man was erreichen hier. Und da will ich ein Teil davon sein. Ja, mein Name ist Eldo da Costa, ich spiele in dem Mittelfeld und ich hoffe, dass diese Saison, dass wir eine gute Saison spielen und dass ich verletzungsfrei bleibe. Wie kam es, dass du bei den 98ern unterschrieben hast? Was waren die Gründe dafür? Familiäre Gründe, weil ich wollte von vornherein in der Region bleiben und hat sich ergeben, dass das Darmstadt dann Interesse gezeigt hat und da freue ich mich natürlich wieder hier zu sein. Ja, hi, ich bin Hanno Behrens, ich komme aus Hamburg, bin 22 Jahre alt und spiele im defensiven Mittelfeld. Wir wollen natürlich zuallererst gut in die Saison starten und dann wollen wir schauen, was geht. Ich denke, es ist alles möglich. Ich bin Musa Kali, bin 22 Jahre alt und komme aus SV Wilhelmshaven und spiele im Mittelfeld. Und wie kam es dazu, dass du dich für die 98er entschieden hast? Also der Kontakt kam zustande auch durch einen alten Mitspieler, Andreas Gebler. Und der hat mich halt empfohlen und dann kam halt der Kontakt mit dem Costa Runjaric halt und ja, und dann hat alles gepasst. Und was sind deine Ziele dieses Jahr mit der Mannschaft? Erstmal möchte ich Stammspieler werden und dann möchte ich mal schauen, also dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und schauen wir mal, was möglich ist. Ja, Sebastian Zielinski, 24, komme aus Köln, spiele im Mittelfeld. Und was hoffst du dir für die neue Saison bei den Lilien? Ja, dass alles recht positiv gestaltet wird, dass frühestmöglich der Abstieg verhindert wird und dann kann man nach oben hin, ist alles offen. Ich bin Ugo Albayrak, bin 24 Jahre alt, bin Stürmer und komme aus Frankfurt. Und was erhoffst du dir dieses Jahr mit den Lilien? Ich erhoffe mir eine gute Rolle in der Liga. Kannst du vielleicht nochmal hochhalten, das Trikot? Es ist schön blau, hat hier weiße Teile am Arm. Und ein bisschen tiefer für die Presse. So, liest sich gut. Wunderbar. Andrea Petkovic, wir freuen uns, wenn du im Stadion bist und häufiger in Fanbussen. Ich glaube, in jedem Fanbus wäre Platz, oder? Darmstadts prominenteste Botschafterin des Sports.